Hallo, da bin ich wieder, Nathalie. Und ich werde euch heute wieder vom Club der Roten Bänder Glaub an deine Träume und sie werden wahr von Albert Espinosa vorlesen. So wie ich es letzte Woche vorangekündigt habe, kommen wir nun zum zweiten Teil. So geht's weiter. Liste der Krebslektionen, die man aufs Leben anwenden kann. Zieh die Wurzel aus 3313. Wo liegt Tanganyika? Wann kam Servetes zur Welt? Wer tuschelt, bekommt eine 6. So geht's weiter. Die erste Entdeckung. Verluste sind positiv. Mach doch eine Abschiedsparty für dein Bein. Lad Leute ein, die etwas damit zu tun hatten, und verabschiede dich ganz feierlich von ihm. Hat es dich nicht etwa dein Leben lang getragen? Also solltest du es jetzt, wo der Abschied naht, auch ein bisschen unterstützen. Mein Traumatologe am Tag, bevor mir das Bein amputiert wurde. Verluste sind positiv. Das ist schwer zu glauben. Ich weiß. Aber Verluste sind positiv. Wir müssen lernen, loszulassen. Du solltest dir wirklich dessen bewusst sein, dass du früher oder später alles verlierst. Was auch immer du jetzt einstreichst, geht irgendwann wieder flöten. Im Krankenhaus haben sie uns gelehrt, Verluste zu akzeptieren. Das besondere Gewicht lag dabei aber nicht auf dem Akzeptieren, sondern auf dem Verlust. Etwas zu akzeptieren ist nämlich nur eine Frage der Zeit. Loszulassen hingegen eine Frage des Prinzips. Wenn früher jemand gestorben war, trauerten die nächsten Angehörigen eine Zeit lang. Sie trugen schwarz, gaben sich ihrem Gram hin und verließen das Haus nicht. In dieser Trauerphase durchlebte man den Verlust, setzte sich mit ihm auseinander. Inzwischen sind wir von der Trauer zum absoluten Nichts übergegangen. Wenn heutzutage jemand stirbt, heißt es schon bei der Beerdigung: Du musst jetzt nach vorne sehen. Du trennst dich von deinem Partner und nach 2 Wochen erwarten schon alle, dass du jemand Neues gefunden hast. Und die Trauerphase? Wo bleibt der Schwermut des Nachdenkens über den Verlust und darüber, was er bedeutet? Der Krebs hat mir viel genommen. Ein Lungenflügel, einen Unterschenkel, ein Stück Leber, Beweglichkeit, Erfahrungen, Schuljahre. Der schlimmste Verlust von allen war wohl der des Beins. Ich weiß noch, was ein Arzt am Tag vor der Amputation zu mir gesagt hat. Mach doch eine Abschiedsparty für dein Bein. Lad Leute ein, die etwas damit zu tun hatten, und verabschiede dich ganz feierlich von ihm. Hat es dich nicht etwa dein Leben lang getragen? Also solltest du es jetzt, wo der Abschied naht, auch ein bisschen unterstützen. Ich habe keine Teenager-Party organisiert, um meine Unschuld zu verlieren, wie es mir eigentlich lieber gewesen wäre, sondern ein Fest, um meinem Bein Lebwohl zu sagen. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Anrufe bei den Leuten, die etwas mit meinem Bein zu tun hatten. Es war gar nicht so einfach, die Sache zur Sprache zu bringen. Nachdem ich ewig um den heißen Brei herumgeredet und über 1000 andere Dinge geplaudert hatte, kam ich endlich zum Punkt. Ich lade dich zur Abschiedsfeier für mein Bein ein. Du brauchst nichts mitzubringen. Und wenn du willst, kannst du gern zu Fuß kommen. Der letzte Kommentar sollte die Sache ein wenig auflockern. Zum Glück hat uns irgendein Genie mit Humor versehen und der ist in schwierigen Situationen unser Rettungsanker. Durch diese seltsame Eigenschaft können wir alles und jeden einfach umdrehen, wann und wie wir wollen. Bei dieser eigenartigen Party waren Menschen meine Gäste, die etwas mit meinem Bein zu tun hatten. Ein Fußballtorwart, der mich in einem einzigen Spiel 45 Tore verpasst hatte. Okay, gut, es war nur eins gewesen, aber ich lud ihn trotzdem ein. Ein Mädchen, mit dem ich mal unter dem Tisch gefüßelt hatte,
Ein Typ, mit dem ich wandern gewesen war. Wegen des Muskelkaters. So langsam gingen mir nämlich die Ideen aus. Und außerdem noch ein Freund von mir, dessen Hund mich mal in die Wade gebissen hatte, als ich 10 gewesen war. Das Blöde war nur, dass der Hund auch kam und schon wieder versuchte, nach mir zu schnappen. Das war eine wunderschöne Party. Vielleicht sogar die beste, die ich je organisiert habe. Auf jeden Fall die originellste. Am Anfang waren die Leute ziemlich gehemmt. Aber dann fingen wir an, über das Bein zu reden. Jedem fiel irgendeine Anekdote dazu ein. Dann berührte es alle zum letzten Mal. Das war ein toller Abend, den ich nie vergessen werde. Als sich die Nacht dem Ende zuneigte und der Morgen anbrach, kam mir einige Stunden vor der Operation die Idee für den krönenden Abschluss des Ganzen, ein letzter Tanz auf 2 Beinen. Ich bat eine Krankenschwester darum und sie willigte ein. Ich hatte gar keine Musik da, aber mein Zimmernachbar hatte jede Menge CDs von Menschen. Er war ein Fan von Menschen. Er nannte sich sogar in Anlehnung an dessen größten Hit, Manisiero, also Erdnussverkäufer. Ich legte die Scheibe ein, die er mir gereicht hatte, und es ertönte Es brame el cielo. Warte im Himmel auf mich. Es hätte wirklich keinen passenden Titel gegeben können. 10 oder 12 Mal tanzte ich das ganze Lied lang mit dieser Krankenschwester. Mein letztes Dutzend Tänze. Wir spielten den Song immer wieder. Ich wollte die Musik gar nicht mehr hören. Ich wünschte mir, sie würde mir in meinen Kopf zerfließen und nur noch ein monotoner Hintergrundgeräusch geben, das diesen Augenblick völlig umfing. Findest du das nicht auch toll? Wenn man Musik so oft spielt, dass man die Worte, die einzelnen Töne kaum noch wahrnimmt, dann ist dieser Song wie der Wind. Er ist da. Du bemerkst ihn, spürst ihn, musst aber nicht mehr zuhören, sondern nur noch fühlen. Am nächsten Tag schnitten sie mir das Bein ab. Aber ich war nicht traurig. Ich hatte mich hier verabschiedet. Ich hatte geweint und gelacht. Ich wusste es damals noch nicht, aber das war meine allererste Trauerphase gewesen. Ich hatte ohne jede Scheu über den Verlust gesprochen und dadurch etwas gewonnen. Ich sehe die Sache gern so, dass ich nicht etwa ein Bein verloren, sondern vielmehr einen Stumpf gewonnen habe und eine Liste mit tollen Erinnerungen. Erstens, ich kann an eine super Abschiedsparty zurückdenken. Bestimmt hatten nur wenige Leute je so eine coole Fete. Zweitens, ich erinnere mich an meine ersten Schritte. Die allerersten bleiben natürlich nicht im Gedächtnis, aber niemand vergisst seine zweiten ersten Schritte mit der Prothese. Drittens, und da ich mein Bein begraben habe, kann ich außerdem als einer der wenigen Menschen auf der Welt behaupten, dass ich bereits mit einem Bein im Grab stehe, und zwar nicht im übertragenen, sondern im wortwörtlichen Sinne. Ich muss immer lachen, wenn ich daran denke, dass ich das tatsächlich so sagen kann. Verluste sind also wirklich positiv. Das hat mir der Krebs gezeigt. Und diese Erkenntnis kann man auch auf das Leben draußen übertragen. Wir erleiden jeden Tag Verluste, wichtige Verluste, die große Enttäuschungen mit sich bringen und andere kleinere, die uns nicht so mitnehmen. Es geht dabei nur selten darum, dass man ein Körperteil einbüßt. Aber man kann auch auf diese Verluste anwenden, was ich im Krankenhaus gelernt habe. Du solltest dir in solch einer Situation immer klar machen, dass du in Wirklichkeit gar nicht verlierst,
weil du nämlich einen Verlust dazu gewinnst. Gestehe dir eine Trauerphase zu. Die Schritte dabei sind diese. Erstens, stuhl dich in deinem Verlust, setz dich damit auseinander. Zweitens, leide darunter. Lad Menschen ein, die etwas damit zu tun haben, und bitte sie um Rat. Drittens, wein dich aus. Die Augen sind unsere Scheibenwischer, im Öffentlichen wie im Privaten. Viertens, such den Gewinn im Verlust und lass dir dabei Zeit. Fünftens, nach ein paar Tagen wirst du dich schon besser fühlen. Du wirst erkennen, was du alles gewonnen hast, aber denk daran, dass auch dieses Gefühl wieder verfliegen kann. Ob das funktioniert? Auf jeden Fall! Ich hatte noch nie Phantomempfindungen, also ein Gefühl in der amputierten Gliedmaße. Und das liegt bestimmt daran, dass ich mich angemessen vom Bein verabschiedet habe. Das Phantom hat sich einfach vom Acker gemacht. Die erste Entdeckung lautet also: Verluste sind positiv. Lass dir nichts anderes einreden. Du wirst im Leben große und kleine Einbußen erleiden, aber wenn du dich mit ihnen auseinandersetzt, begreifst du irgendwann, dass du dabei eigentlich gar nichts verlierst. Jeder Verlust ist ein Gewinn. So, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wo uns dann die zweite Lektion erwartet. Tschüss und schönen Abend noch.